Hallo. Ja, auf der anderen Seite, da kommt der total versifft raus. Nicht mehr so sauber wie hier. Irgendwo muss da drin eine undichte Stelle sein. Alles voller Klopapier und Abwasserpilz. Hellblau gefärbt das Wasser. Da liegt er ja in Sohlschalen auf der anderen Seite noch. Da sind auch die Sohlabstürze noch da. Ja, da ist ja auch so ein kleiner Zaun und man soll nicht, man wird gebeten, da nicht herzugehen. Ist nicht verboten, aber man soll nicht. Aber ich. Ah, hier ist der Bach wieder in Ordnung. Auf den ersten Blick zumindest. Jetzt gehe ich aber noch bis zur Quelle. Die muss ja hier irgendwo sein. Wir sind ja hier in so einer Senke zwischen der Halde. Der muss ja jetzt da hinten ist auch irgendwas. Schauen wir uns das noch an. Wahrscheinlich ist da so ein. Ich war hier selber noch nie, muss ich zugeben. Aber ich vermute mal, da ist jetzt so ein Teich. Und aus dem wird der Bach abfließen. Oder? Es geht da doch noch ganz schön ein bisschen um die Ecke. Ich dachte, hier wäre schon Feierabend, aber nee, es geht da nochmal rum. Der Delbiger Bach selbst ist ja nur 4 Kilometer lang. Und ich habe jetzt schon den Großteil eigentlich abgelaufen. Das ist hier das absolute Quellgebiet. Na? Ach guck mal, da kommt auch noch ein guter Zufluss. Den Berg runter. Ja, ich glaube, das ist sogar der wasserreichere Bach. Ah ja gut, guck mal, hier ist ein Tümpel halt, Teich. Ja.
gucken uns das Schild ja noch an. Das wird ja wohl nicht. Nein. Betreten der Eisfläche nicht erlaubt. Guck gerade, ich sehe keinen Zufluss von dem Teich, also wird der. Ja, wird da wohl Grundwasser. Wird da wohl Grundwasser hochkommen. Muss die Quelle irgendwo da drin sein. Hier ist auf jeden Fall drumherum, ist kein Zufluss zu sehen. Und da hinten, das ist. Nee, da kommt nichts rein. Das ist am Ufer auch alles grün. Sonst wird dann so eine Fläche sein, wo sich irgendwas bewegt. Ich will aber noch gar nicht nach Hause. Dann gehe ich jetzt nochmal den größeren Wasserlauf da. Gucken, wo der herkommt. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Was macht die denn da, Mensch? Oh, sind noch mehr. Kann ja auch nicht von weit her kommen. Wie gesagt, wir sind hier mitten in so einer Senke. Schon wieder ein Schild da hinten. Vielleicht kommt der Bach ja auch aus einem Teich. Da kommt auf jeden Fall was aus dem oberen Bereich. Ich höre schon Rauschen. Na, da. Kommt von da oben. Was haben wir hier Schönes? Oh, wie schön. Dann, ja, hier ist nichts mehr. Kein Trinkwasser. Ja. Dann ist das hier die Quelle. Oder zumindest da, wo der Bach zum ersten Mal hier ans Licht tritt. Ja, guck mal, da kommen. So. Raus, ne? Ja, so ganz eindeutig kann man als den stärkeren Quellarm, den wasserreicheren bezeichnen. Ja, mehr gibt es ja eigentlich nicht zu sehen. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Weiß noch nicht, wie das hier im Sommer aussieht. Ach komm, denn so eine Nebenarm, den machen wir auch noch. Der Nebenarm vom Nebenarm sozusagen. Der muss ja jetzt hier auch irgendwo. Oh, guck mal da hinten, Nico. Das ist was für Anja. Ja, da bin ich aber heute schon richtig fündig geworden. Richtig geile Magnolienbäume gefunden. Und jetzt hier so einen mitten im Wald, hier im Laub. Da ist er. Da ist er. Eieiei. Der ist dead. Kommt auch so ein bisschen was, aber nicht viel. Mehr kommt von hier. Oh, hier muss man aufpassen. Aha.
Oh, das ist matschig. Hier, hier, hier ist irgendwo ein Quelltopf. Irgendwo da vorne. Und da ist auch noch was. Puh, Scheiße. Ah, Mann. Ja. Kommt irgendwie, tritt das aus hier. So, mehr gibt es aber wirklich nicht zu sehen.